Hallo liebe Sims 4 Freundinnen und Freunde, wir waren zuletzt bei der WG Bach. Da haben wir zuletzt ein bisschen Garten gemacht und ein bisschen über Mods geredet und da gehen wir natürlich wieder hin. Weil die Stereoanlage kaputt gegangen ist, also unsere Musikmaschine, und deshalb muss die repariert werden. Und ich muss mal überlegen, wer das von den drei macht. Martina kann das noch machen. Genau. Damit sie da im Level auch höher aufsteigt. Und danach kann sie sich mal ums Jäten kümmern. Hier vorne haben wir auch drei Pflanzen. Und zwar einmal einen Glockenblumenstrauch, ein Löwenbäumchen und noch ein Löwenbäumchen. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Hier muss man noch mal schauen, was die Leute hier so in diesem öffentlichen Garten haben. Erdbeerstrauch haben wir schon. Kartoffelpflanze haben wir schon. Glockenblumenstrauch brauchen wir nicht. Chrysanthemen. Was haben wir da? Löwenbäumchen. Und Apfelbaum. Es gibt aber auch Birnenbäume. Lass uns mal schauen, vielleicht sehen wir hier irgendwo einen. Sieht nicht so aus. Was wächst hier? Nichts. Schade. Schade, schade. Und schade, dass diese schöne Siedlung, dass wir die nicht betreten können, dass sie nur zu Showzwecken ist, genauso wie hier drüben. Aber man kann eigentlich alles haben. Muss ja auch noch Platz sein für Hallo, Teile plündern. Achso, das macht sie später. Oder macht er das jetzt? Nö. Doch, er plündert die Teile. Sie braucht das nicht mehr machen. Hier müssen wir eigentlich auch hier so ein Zauntor reinmachen. Nein, müssen wir nicht. Alles ernten. Kann ich auch mal machen. Auch alles ernten. Wir könnten das komische Schulbuch. Moment, das können wir doch verkaufen. Rückgängig. Ist das ein Schulbuch oder was anderes? Hausaufgaben. Können wir verkaufen für einen Simoleon. Und jetzt sind wir reich. Wir haben einen Simoleon. Nein. Wir sind nicht reich. Ist er denn nicht befördert worden? Achso, er muss noch ein bisschen was auf dem Computer machen. Noch was am Computer machen. Okay, erstmal Rechnung bezahlen. Ein Virus programmieren. Nein, 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 nein. Ein Plugin. Und was wird ihr mit der Tagesaufgabe? Trainieren. Ah, sie hat noch nicht trainiert. Ausdauerlauf. Ja, und Carola, wenn ihr nach Hause kommt, muss gleich Essen zubereiten. Als Köchin, das macht ihr bestimmt Spaß. Kochen. Was haben wir denn Schönes? Irgendwas. Pfannkuchen mit Erdbeeren. Partygröße. So. Was macht denn deine Figur? Martina, na?
Da fängt aber schon ein bisschen was an zu hängen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Da muss man sich, glaube ich, mal stretchen. Oder strecken und dehnen. Abgeschlossen. Eine Skulpt Möbel herstellen. Was können wir? Ein Barhocker. Für 15 Simoleons können wir einen Barhocker bauen. Hör mal auf mit deinem Plug-in. Wir bauen jetzt lieber einen Barhocker. Mal sehen, ob das was wird. Musik einschalten. Pop. Es hat nämlich gefehlt, etwas Musik im Hintergrund. Mal gucken, was das hier wird. Das habe ich nämlich nur einmal gesehen, das wurde hier so ein komischer Messerblock hergestellt, der aber dann in die Tonne gewandert ist, weil er nichts wert war. Beziehungsweise er war, sah ja auch sowieso ein zerlegtes Schokoladenhäschen. Das ist jetzt wie bei Ikea. Jetzt muss hier noch da diese Schraube angezogen werden. Und dann, die andere muss wieder gelöst werden, sonst fällt das nämlich alles auseinander. Da muss ein Loch rein. Ja, genau. Ja, da. Noch ein bisschen hier die Kanten scharf machen, damit man sich auch schneidet, wenn man sich drauf hat. Ja, das ging ins Auge. Machen wir Mut, ein bisschen Fräsen. Ja, das muss richtig scharf werden. Da in der Höhe, das ist noch für Zwerge, das muss noch geändert werden. Na? Ja. Genau so muss das machen. Noch ein bisschen sägen. Ja, er sägt ein Stück ab und ist immer noch zu lang. Er sägt ein Stück lang ab und es ist immer noch zu kurz. Jetzt habe ich doch den Witz versaut. Ja, mit dem Hammer draufhauen, das hilft immer. Vielleicht doch von der anderen Seite. Ja, noch ein bisschen schleifen. Was denn nun jetzt? Hallo? Ist der Hocker fertig? Nö. Was ist mit dem Hocker? Hallo? Der unsichtbare Barhocker. Kühlschrank öffnen. Zitrone rein. Das ist aber wirklich äußerst merkwürdig. Was hat sie denn geerntet? Öffnen. Karotten, Kochbananen, Äpfel, Kartoffeln und Spinat und Pilze. Haben wir noch was? Nein. Frosch züchten mit dem Sonnenblumenfrosch. Avenor, ja. Was ist denn da los? Streit? Streit in der WG? Nein. Was sind wir jetzt wieder befreundet oder nicht? Eine Bekannte. Dann nicht. Unterhalte dich doch mal mit deiner Mitbewohnerin. Kennenlernen. Über Spielstrategie diskutieren.
neu erfinden und beschreiben, über Fitnesstechniken reden, tiefgründige Unterhaltung, über Träume reden, mehr Auswahl, lustig, Polizistenwitz machen, Fernsehideen mitteilen, immer noch bekannt. Tripna, Blahou, Panil, Arv. Ein Gericht nehmen und dann ein Gericht geben. Pelka, Lavar, aber er hat auch einen Bauch. Ich glaube, wenn man wieder länger frei hat. Das dauert, aber es kann sein, dass er demnächst mehr gefördert wird. So. Nur Freunde. Und naja, sind sie aber wieder befreundet. Okay. Oh. Yes. Nur Freunde. Warum eigentlich nur Freunde? Wabarani Bayumi. Sibu on a mob. Warum auch nicht? Zap him for Bame, Lamina, Rabani. Oh, Norbert musste mal Marion wieder einladen. Ich will auch mal was von Carola. Nicht nur hier rumquatschen. Energiegeladenes Dekor. Was energiegeladenes hat sie noch? Haben wir eigentlich schon überall was angestellt? Moment. Nur schon was energiegeladenes? Ja, kann man nicht hinstellen. Hallo. Ne, lass mal was. Ach ja, Norbert, geh zur Tür. Begrüß deine Freundin, die du schon ein paar Tage nicht mehr gesehen hast. Herein bitten. Sie lacht schon wieder so. Und gleich Techtelmechtel. Erstmal hereinbitten und dann gleich. Ju, so muss das gehen. Na, wie wär's? Ja, okay. Bing, bababam. Bababam, ja. Ja, Kaffee. Nein. Hallo? Ja, die beiden unterhalten sich weiter. Das ist sehr schön, dass sie wieder befreundet sind. Nachdem sie sich so ein paar Tage aus dem Weg gegangen sind, ich weiß nicht warum. Clevar Samso Dafuni. Was macht er? Unwohl. Schlechter Nachgeschmack. Das kann man ja ändern. Vielleicht schmecken Küsse besser, süßer. Wo ist Zarspa? Wixani. Var Possum. Thinica Tablo. Ha? Hibana? Ruhana Deloba. Wie kommt das zusammen? 92. Was muss ich machen? Ein Instrument spielen, Objekt im Wert von 500. Mathematisches Diagramm erstellen. Dafür gibt es Punkte. Außerdem brauchst du noch was. Das sind 9 von 15 Kunstwerken. Sie braucht aber noch ein paar Kunstwerke mehr. Hm.
Das Haus hat einen Wert von über 50.000 Simoleons. Wow. Wer hätte das gedacht? Ja, ich hatte davor noch mal eine Familie reingebracht, und zwar die Familie Klops. Und die haben wir noch kein einziges Mal besucht. Das werden wir demnächst auch machen, und zwar in der nächsten Folge. Weil das ist eine interessante Familie. Da sind zwei in der Astronautenkarriere. Und die Kinder, ich weiß nicht, ob die schon, ich glaube, die Söhne sind schon beide junge Erwachsene, und die Tochter ist entweder ein kleines Kind oder schon ein Teenie. Ich weiß das nicht, weil ich diese Mod, wo die Alters, also wo die Sims älter werden können, also länger am Leben bleiben, die habe ich zwischendurch reingebracht. Und da ist etwas durcheinander gekommen, weil da schon ein kleiner Mod drin war, der das Alter um 4 oder 5 Tage für jeden verlängert hat. Der hat sich nicht mit dem vertragen, beziehungsweise die beiden Mods konnten nicht zusammenarbeiten, und jetzt habe ich den anderen rausgeworfen. Und jetzt habe ich wirklich den, wo hier man wirklich eine lange Lebenszeit hat. Und die Tage gehen auch bei den Sims ziemlich schnell vorbei. Und das normale Altern funktioniert natürlich auch, wenn man... einen Kuchen kauft, Kerzen drauf und auspusten, dass dann die Person dann auch wirklich dann älter wird. Außerdem gibt es ja auch noch einen Mod, mit dem man das Alter setzen kann. Also nicht hier, wie viele Tage man noch lebt, sondern man kann hier setzen, zum Beispiel, dass jemand, der erwachsen ist, dann nur ein junger Erwachsener wieder wird. Oder ein Kind, das dann auf einmal ein Senior ist, kann man auch setzen. Also man kann hier jedes Alter setzen. Und zwar zeige ich euch, wie das mit dem Mod funktionieren würde. Zum Beispiel haben wir hier Carola angeklickt. Einmal auf. Jetzt zum Beispiel TM. Set Age. Jetzt könnte ich schreiben, zum Beispiel jung Adult, dann wurde sie wieder zurückgesetzt auf jungen Erwachsenen, und zwar mit dem Höchstalter, was möglich wäre. Das habe ich aber jetzt nicht mit Enter bestätigt, aber es würde mit diesem Mod funktionieren. Genauso gut könnt ihr ein Kind draus machen oder einen Senioren. Oder etwas anderes. Das ist auch ein Mod, steht auch genau beschrieben. Also Senior wäre Elder. Genauso wie es gesprochen wird, Elder. E-L-D-E-R. Kind wäre eben Child. Die ähnlichen Bezeichnungen, aber das ist ja egal, die sind ja auch nicht so schwer. Im Weltraum schwärmen. Okay, ich kann mal beim Tanzen machen. Kennt ihr das schon? Kazoom. Kuzup Quim. Bugler. Ich wundere mich ja, dass Marion hier so ankommt. Weil sonst hat sie immer ihr Strickkleid an. Oder ihr Strick-Mini-Kleid. Wie sieht's denn jetzt aus? Hast du jetzt 10 Bilder haben wir jetzt. Gucken, ob wir das irgendwo hinhängen können. Eins haben wir ja schon gemacht, das hängt da. Vielleicht doch dahin? Jo, da hängen wir es dahin. Okay. Mal wieder die Wände weg. Da, 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 da. Carola kann noch mal ein Bild malen. Ein klassisches Gemälde, und zwar mittelgroß.
Chesnake Long is Lenaga. The Robin Goldfuss. It's Miko's Gorenzi. Funchil Brotza is Mbam. Chinosa Bam is Kinesi Cruz. Ist das noch ein Mädchen? Ist das hier? Nein. Cecilia Curran kenne ich ja gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Scheint wohl neu zu sein. Wen haben wir hier? Bruno Paulus, den kennen wir schon. Wie gesagt, beim nächsten Mal sind wir bei der Familie Klops, weil die in diesem Spiel noch gar nicht. Wir haben sie vielleicht irgendwo mal schon mal gesehen. Jemand aus der Familie Klops. Aber ansonsten haben wir hier nichts. Norbert wird auch noch mal ein Bild malen. Nein. Kleine Unterbrechung. Wir würden diese Staffelei verkaufen. Und auch noch mal hier die noch eine teure Staffelei geben. Das war die teuerste, die wir hier haben. Der wird auch noch mal ein Bild malen. Ein klassisches Gemälde. Und zwar ein großes klassisches Gemälde. Und Martina kümmert sich um die Pflanzen der Majeten. Alles ernten. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln und bewässern auch. Was haben wir da? Nee. So ein Stück dahin. Das. Auch bewässern. Naja, haben wir eigentlich alles gewählt, was zu wählen ist. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss und Bonne Nuit, bis zur nächsten Folge. So, so